dabei was aufgefallen. Und das möchte ich mal hier in einem technischen Kontext davon erzählen, in der Hoffnung, dass ganz viele IT-Sicherheitstechis zuhören und feststellen, oh, da müssen wir doch mal was machen. Deswegen habe ich das sozusagen IT-Sicherheit im Kontext häuslicher Gewalt genannt. Und das, worauf ich als erstes hinaus will, ist die APT-Lücke. Was ich genau damit meine, erzähle ich gleich. So, dann schauen wir mal, wie wir hier zwischen den Folien weiterschalten können. Erstmal will ich mit einem dicken Disclaimer anfangen, genau. Ich mache IT-Beratung für das sogenannte Non-Magic-Volk. Also für in erster Linie Leute, die nicht unbedingt auf solchen Kongressen, wie wir diesen hier jetzt machen, rumlaufen. Die aber natürlich genauso, wie es halt jetzt in der Gesellschaft völlig selbstverständlich ist, mit diesen ganzen technischen Geräten zu tun haben, die nutzen müssen von der Arbeit her und da ihnen nicht viel anderes übrig bleibt, als in der öffentlichen digitalen Welt auch teilzuhaben. Das heißt, was ich tagtäglich in meiner Arbeit erlebe, sind die Security-Nightmares in hautnah. Also das, worüber in manchen Vorträgen hier mit ein bisschen Humor berichtet wird, das, was Leuten da alles auf die Füße fallen könnte, wenn sie nicht an der richtigen Stelle aufpassen. Ja, genau das habe ich tagtäglich vor der Nase. Und ich muss mir dann überlegen, was ich den Leuten denn jetzt empfehlen kann, was ich ihnen in so einfache Sprache übersetzt darlegen kann, dass sie das überhaupt nachvollziehen können und dass sie da überhaupt mitkommen. Ich bin keine IT-Forensikerin, das heißt, wenn ich an der Stelle jetzt Dinge sage, die nicht komplett in die Tiefe korrekt sind, dann seht mir das bitte nach. Ich bin IT-Beraterin, das heißt, ich bleibe eigentlich relativ weit oben an der Oberfläche und versuche überhaupt mit den Betroffenen rauszufinden, welchen Weg sie jetzt gehen können. Ich suche aber nach wie vor nach Leuten, die IT-Forensik machen und die gerne sich in diesem Gebiet engagieren wollen. Bitte gerne eine E-Mail an mich schicken. Ich sage nachher nochmal, wohin. Ich berate jetzt etwa seit 3 Jahren zu dem Thema und habe da schon so diverse Erfahrungen gesammelt. Ich will hier jetzt heute gar nicht so viel in die Richtung gehen. Aber ich habe jetzt mal viel Zeit eingeplant am Ende, auch falls dazu noch Rückfragen in eine andere Richtung gehen, dann stehe ich dann natürlich gerne zur Verfügung. Und genauso lange, wie ich jetzt schon berate, suche ich nach einer passenden IT-Fortbildung, also eine Fortbildung zur IT-Sicherheit, die genau auf das Publikum, mit dem ich es zu tun habe, zugeschnitten ist. Und ich bin bisher nicht fündig geworden. Das soll nicht heißen, dass es das nicht gibt. Also wenn ich jetzt sage, Leute, hier ist eine Riesenlücke, dann braucht ihr mich damit nicht sozusagen mir das Gegenteil zu beweisen, indem ihr sagt, es gibt da eine einzelne Fortbildung und zwar dort und dort. Also du lügst. Das will ich gar nicht sagen. Ich freue mich sogar im Gegenteil über Hinweise, wo man denn IT-Sicherheit, Fortbildung in genau diese Zielrichtung kriegen kann. Aber die sind so schwer zu finden, das ist meine Aussage, dass es nicht reicht. Sie sind also zu schwer zu finden. Das sind jetzt erstmal so meine Disclaimer für den Anfang. Jetzt will ich, ich habe es mir gedacht, die Übergänge funktionieren nicht so, wie ich sie geplant hatte. Macht nichts, das wird nachher beim Video schwierig werden, aber das kriegen wir hin. Ich wollte ganz kurz einen ganz kleinen Einstieg in den Themenbereich digitale Gewalt geben. Die betrifft aufgrund von bestehenden Gender-Stereotypen nach wie vor allen Dingen Frauen. Das heißt nicht, dass es da nicht auch Männer gibt, die davon betroffen sind und Frauen, die Bedroherinnen sind, aber die Verhältnisse sind doch noch relativ eindeutig. Das Spannende an dieser Sache ist, dass digitale Gewalt ganz häufig aus dem nahen Umfeld kommt. Also gefühlt 80%, real wahrscheinlich 60% meiner Klientinnen berichten von ihrem Ex-Partner oder einem sogar noch Partner oder einem Flirt oder jemanden, dessen Avance sie abgelehnt haben. Meistens sind das einem sehr nahestehende oder ehemals sehr nahestehende Leute, die nicht
kapieren, dass ihre Zeit zu Ende ist. Es geht ganz stark in diesem Themenkomplex um Macht und Kontrolle. Also du darfst nicht weggehen, du darfst mich nicht verlassen. Ich kontrolliere dein Leben weiter. Und weil die Betroffenen eben meistens völlig unerfahren sind, kommen sie dann auch mit der Situation nicht klar. Das ist ganz häufig so, also die Geschichte, die ich wirklich am allerhäufigsten höre, ist, na, er hat das damals alles eingerichtet, ich kenne mich damit ja nicht aus und jetzt ist plötzlich alles komisch. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. An der Stelle versuchen wir auch immer durch Aufklärung und Ermutigung dafür zu sorgen, dass das gar nicht erst so weit kommt. Aber in der Regel ist das einfach die Situation, mit der die Klientinnen dann zu mir kommen. Und wir müssen das dann alles aufdröseln und stellen fest, meistens hat sie einfach ihre komplette Kommunikation und die Gestaltung derselben ihrem Partner überlassen. Und dann ist es natürlich sehr schwer, wenn die Beziehung am Ende ist, das wieder sauber aufzudröseln. Wir leben alle in einer Diskrepanz. Hier auf dem Kongress kennen wir ja das große Problem, was Überwachung und algorithmische Auswertung bedeutet. Für die meisten Menschen da draußen ist das ein bisschen anders. Für die ist das irgendwie alles völlig normal. Die kennen sich auch mit ganz vielen Sachen gar nicht aus und wissen gar nicht, was da passiert. Aber dann stoßen sie immer wieder an Stellen, wo sie merken, das fühlt sich aber schlecht an. Da hat mir YouTube etwas vorgeschlagen, was so gut zu mir passt, das geht nicht, das kann gar nicht sein. Und sie hören dann aber nicht eben, sie forschen dann nicht in die Richtung algorithmische Auswertung und wie kommt YouTube eigentlich dazu, sondern der Schluss ist dann, geht dann ganz schnell in die Richtung, da hört mich jemand ab. Und jemand TM, der mich abhört, ist dann eben auch meistens nicht irgendwie im Kopf ein Algorithmus oder sowas, sondern das wird dann meistens sehr simplifiziert. Und dadurch fühlen sich ganz viele dieser Überwachungsthematiken, die die Leute schlucken und wo die Leute auch gar nicht gegen protestieren, fühlt sich aber trotzdem komisch an und führt dann dazu, dass das irgendwie in die falsche Schublade einsortiert wird. Das ist ein Riesenproblem, weil natürlich dann die Menschen sich an der ganz falschen Stelle wehren. Häusliche Gewalt allgemein ist, habe ich immer wieder den Eindruck, in der IT-Sicherheit gar nicht wirklich ein Thema. Genau darum geht es mir ja heute, das will ich auch damit einmal aufbringen. Komme ich also noch mehr dazu. Und dann haben wir noch das andere Problem, dass auch Polizei und Justiz absolut unterbemittelt sind. Nicht jetzt geistig, aber was jetzt tatsächlich die Mittel geht, das heißt die Fortbildungsmöglichkeiten, überhaupt die Informationsmöglichkeiten, die haben keine wirklichen Forensikabteilungen, beziehungsweise wenn sie welche haben, dann sind die mit Urheberrechtsgeschichten völlig ausgelastet. Und wenn Klientinnen zur Polizei gehen, dann geraten sie da entweder an jemanden, der sie einfach ihnen sagt, ach was, das ist doch alles gar kein Problem, oder der zwar sagt, oh ja, das hört sich ja schrecklich an, aber da wissen wir jetzt auch nicht, was wir tun sollen. Und selbst wenn sie dann mal auf jemand Engagiertes bei der Polizei stoßen, was durchaus vorkommt, scheitert es dann an der Justiz, dass die das wiederum nicht ernst nimmt. Und da haben wir im Moment auch wirklich ein Riesenproblem, dass einfach dieses Thema an ganz vielen Ecken und Enden aufploppt und existiert und Probleme macht. Ich stehe auch ganz viel in Kommunikation zum Beispiel mit Frauenhäusern, die äußerst gefährdet sind, die auch wissen, sie müssen investieren, die auch investieren wollen und sie finden keine Möglichkeiten, sie finden nicht heraus, was sie denn jetzt tun können. Hier aber einfach ein riesen Fleck ist, den sich keiner anschaut und da dieses Thema einfach völlig ignoriert wird. Das Bundesamt für Cybersicherheit interessiert sich für dieses Thema natürlich selbstverständlich auch nicht. Was umfasst digitale Gewalt? Das ist sehr, sehr breit. Ihr könnt euch einfach vorstellen, alles, was im nicht-digitalen Raum geht natürlich im digitalen Raum auch und manchmal noch viel schöner. Das sind zum einen eben Angriffe auf Accounts,
Das ist dann ganz häufig das E-Mail-Programm oder Angriffe auf Social Media. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass man sich da eingecrackt hat in den Social Media-Account. Das kann auch einfach heißen, dass ich einen Fake-Account einrichte und im Namen von einer anderen Person Menschen beleidige. Das kann auch sehr vielseitig sein. Das kann natürlich aber auch sein, dass, wie gesagt, wenn es der Ex-Partner ist, hat er auch oft die Passwörter, dass er sich einfach in den Social-Media-Account einwählt und dann im Namen wirklich von diesem Account auch schreibt, Nachrichten löscht und so weiter. Es gibt natürlich auch Angriffe auf die Geräte, in erster Linie halt vor allen Dingen durch solche Spy-Apps, auf die komme ich später nochmal genauer zu sprechen. Ja, dann gibt es natürlich öffentliche Diffamierungen, das heißt wirklich Beleidigungen. Dazu zählt natürlich auch Doxing, dass Accounts erstellt werden auf irgendwelchen Sexseiten und da auch oft dann tatsächlich die Privatadresse und Telefonnummer oder sowas hinterlegt wird. Und das ist natürlich riesig krass, weil diese Leute, die stehen dann wirklich bei den Betroffenen vor der Tür und sind sauer, dass ihnen niemand aufmacht. Ausspionieren spielt natürlich auch eine große Rolle. Also in dem Moment, wo ich halt Kontrolle über das Gerät habe und sehe, wo sich das befindet, was das so macht, erfahre ich natürlich ganz viel. Und dabei kommt auch noch so ein Punkt dazu, wir nennen das bei uns intern einen Watching-You-Hinweise. Also viele wollen tatsächlich, dass die Betroffenen auch wissen, dass man sie in der Hand hält und dass man sie gut an der Gurgel hat. Und die geben dann auch wirklich immer wieder Signal, ja, ich weiß ja alles. Und meistens plustern die das noch schön auf, sodass es noch größer wirkt, als es tatsächlich ist. Und machen da also ganz klare Ansage, ich habe dich in der Hand, ich habe eben die Kontrolle. Digitale Kontrolle, das ist eben genau das Riesenproblem, hier kommen auch verschiedene Probleme aufeinander. Zum einen, ich bin gehackt worden, höre ich ganz oft. Und dieses Hacken, also ich kläre da schon nicht mehr auf, dass Hacker ja eigentlich die Guten sind und die Cracker die Bösen, das spare ich mir schon immer, aber das, was die sich vorstellen, wie Hacking aussieht, ist eben auch komplett anders als das, was sozusagen real passiert. Also das orientiert sich, glaube ich, immer noch so ein bisschen an diesen Hackerfilmen aus den 90ern, wo jemand einmal tutsch in die Tastatur haut und plötzlich sind alle Ampeln auf grün gestellt in der Stadt oder so. Und dieses Allmachtsding, was da dahinter steckt und was dann natürlich auch völlig unplausible Vorstellungen davon weckt, was eigentlich möglich ist und was nicht, das macht es sehr, sehr schwierig für die Betroffenen damit umzugehen, weil die einfach überhaupt keine Ahnung haben, womit sie da rechnen müssen, was alles möglich ist. Ist es möglich, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist eine meiner der häufigsten gestellten Fragen. Ich habe mir mittlerweile ein Poster in den Beratungsraum gehängt, das in technischen Fragen, diese theoretische Frage eigentlich immer mit Ja beantwortet werden muss, weil Computer sind halt nun mal Alleskönner. Die Frage ist nur, wie plausibel es ist. Andererseits werden andere Angriffsformen sehr unterschätzt, zum Beispiel eben Social Engineering, was sehr häufig angewendet und genutzt wird, aber man stellt sich dann nicht vor, dass da wirklich jemand meinen Müll durchwühlt haben könnte, was zum Beispiel ein Teil von Social Engineering ist, oder sich als jemand Falsches ausgegeben hat und darüber an Informationen gekommen ist, sondern man stellt sich halt vor, ich bin gehackt worden, mein Handy ist gehackt. Und das ist dann sozusagen die Antwort auf alles. Und da man eben, ja, das ist ja auch so ein Teil von Social Engineering, aus kleinsten Informationen, die manchmal so aufblasen kann, dass sie aussehen, als wären sie riesengroß und als hätte man einfach wirklich den Totaleinblick, sind natürlich dann die Menschen, die da betroffen sind, komplett verunsichert. Und die Reaktion darauf ist natürlich, dass sie dann das Zeug nicht mehr benutzen, das Handy abschalten, in Alufolie einwickeln, den Akku rausnehmen und ruhen lassen und dadurch natürlich dann aber sozial isoliert werden. Die versuchen dann mal hier und da irgendwie den Messenger zu wechseln oder E-Mail-Verschlüsselungen zu machen. Das scheitert dann wiederum am Umfeld, weil die dann sagen, E-Mail-Verschlüsselung ist mir zu kompliziert. Die sind manchmal noch nicht mal bereit, einen anderen Messenger zu installieren, wo ich denke, Mensch, das dauert 2 Minuten.
Das heißt, auch im Umfeld gibt es da eben durch das fehlende Bewusstsein zu dem Thema selten gute Solidarität. Und viele der Möglichkeiten, die man eben hätte, basieren darauf, dass man eben irgendwie doch dann den Dienst wechselt. Und das braucht auch einfach Unterstützung aus dem Umfeld. Und benutzt das alles einfach nicht mehr, kann man heute gar nicht mehr sagen, weil die Leute benutzen das, brauchen das für ihre Arbeit, die brauchen das, um ihre persönliche Kontakte zu organisieren. Es geht ja kaum mehr ohne. Also diese Aussage war vor 20 Jahren, ging das vielleicht noch, damals fand ich es auch schon nicht richtig. Ich versuche auch immer nicht, Abstinenz zu predigen, weil das kann nicht die Antwort sein. Aber diese Vorstellung, die wir ja auch schon jetzt seit langem auf dem Kongress immer mal wieder hatten, wenn man die Technik nicht beherrscht, dann sollte man sie vielleicht lieber nicht benutzen, die funktioniert halt nicht. Die Leute sind sozial und von der Arbeit her gezwungen, diese Sachen auch zu benutzen. Und das ist eine riesig schlimme Strafe, wenn man den Leuten sagen würde, ja, hör halt auf, das Zeug zu nutzen. So. Jetzt will ich mal auf diese APT-Lücke eingehen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es für das Problem, mit dem die Klientinnen zu mir kommen, eigentlich gar keine Lösung gibt. APT, was ist das? Das steht hier unten in der Folie übersetzt. Das ist ein Advanced Persistent Threat. Das ist also anders als allgemeine Überwachung ein gezielter Angriff, persistent immer wieder auf ein Ziel. Das heißt eben nicht die Alltagsüberwachung, die geht so mit dem großen Arm und fischt so einmal durch das Internet und guckt, was so alles im Netz hängen bleibt und wie man das auswerten und filtern und analysieren kann. Während ein Advanced Persistent Threat eben nicht mit der Netzstrategie vorgeht, sondern ganz gezielt in eine Richtung immer weiter nachbohrt und da sehr viel Energie drauf verwendet, ans Ziel zu kommen. Das bedeutet, gegen diese ganz normale Alltagsüberwachung kann ich mich viel einfacher schützen, weil da schon eine simple Verschlüsselung an diversen Stellen zum Beispiel schon mal sehr schnell abschüttelnd ist, während bei einem APT ich auch immer gucken muss, kann der vielleicht irgendwie meine Passwörter rangekommen sein, können die geknackt worden sein. Und Google, gehe ich zumindest jetzt erstmal davon nicht davon aus, dass sie auch versuchen, Passwörter zu umgehen oder zu knacken, sondern dass sie einfach erstmal das auffischen, was eh alles unverschlüsselt darum fischt und schwimmt und schwirrt. Das heißt, wir haben hier eine unterschiedliche Herangehensweise oder Lösungen für Firmen und Privatpersonen jetzt in Bezug auf Überwachung. Wie lösen die das, wenn die nicht überwacht werden wollen? Es schaltet auch so weiter. Firmen haben natürlich die IT-Sicherheit und die haben ihre Admin-Bereiche und Teams, die da dafür sorgen, dass sie ihre Firmengeheimnisse nicht ausspioniert werden. Und für Privatpersonen gibt es die digitale Selbstverteidigung. Die digitale Selbstverteidigung ist das, was wir hoffentlich alle so ziemlich machen. Sichere Passwörter, Browser-Plugins, die Werbung und Tracking unterbinden, solche Geschichten. Natürlich auch E-Mail-Verschlüsselung. Es gibt auch einige Sachen in der digitalen Selbstverteidigung, die auch gegen einen APT helfen. Aber wie gesagt, Werbung-Plugins, Werbeunterbindungs-Plugins helfen mir gegen den APT halt einfach nicht weiter. Firmen schützen sich vor APTs eben auch mit der IT-Sicherheit, da gibt es eine Menge Vorschläge, was so eine Firma machen kann, um sich vor einem APT zu schützen. Aber für Privatpersonen, und das ist die große Lücke, auf die ich hinaus möchte, gibt es das eben nicht. Denn die Vorschläge, wie man sich vor einem APT schützen kann, sind für Privatpersonen einfach ungeeignet. Zumindest für Privatpersonen, die sich eben nicht super gut mit Computern auskennen. Und das ist die große Schwierigkeit. Ich kann nicht an meine Klientinnen rangehen und sagen, mach doch einfach digitale Selbstverteidigung, dann steht er super da und dann ist alles gut. Denn die digitale Selbstverteidigung, die ist eine gute Basis, aber die schützt einfach vor diversen problematischen Angriffen
überhaupt nicht und hilft dann nicht. Wir bräuchten da gezielte Lösungen für Menschen, die für normalsterbliche Menschen, für Computermuggel, wie man einen APT abwehrt. Und die versuche ich mir immer aus meinen IT-Schulungen irgendwie rauszuklamüsern, aber letztlich gibt es die nicht. Und das ist eine große Schwierigkeit. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe es leider irgendwie nicht hingekriegt, jetzt die Quelle da ranzupappen, deswegen sage ich es jetzt mündlich dazu. Das hier ist ein Kurs von der Fernuni Hagen, IT-Sicherheit, Basisgeschichten. Ich fand den ganz gut, bin damit gut zurechtgekommen. Allerdings ist das hier so ziemlich alles, was ich darin gefunden habe, was mir eventuell helfen könnte. Also es wird halt erklärt, definiert, was ist ein APT, zielgerichtete Angriffe auf IT-Systeme, habe ich schon gesagt, ausgewählte IT-Systeme, von Institutionen und Einrichtungen. Hier zum Beispiel ist von Privatpersonen überhaupt nicht die Rede. Also werden hier noch nicht mehr erwähnt in der Definition. Unten drunter fand sich dann im zweiten Satz des unteren Textes fand sich dann der Satz, letztlich kann jedoch jede Person Ziel eines solchen Angriffs sein. Ja, das war alles. Alles, was ich zum Thema jede Person gefunden habe in diesem Schulgang, ist dieser eine Satz. Und wenn ich dann jetzt mal gucke, wie sehen denn so die Lösungen aus, die da vorschlagen? Perimeterschutz, ja, stimmt. Das ist auch was ich mit meinen Klientinnen immer bespreche, dass sie ihr Gerät gut sperren sollen und dafür sorgen sollen, dass da der physische Angriff, physische Zugang nicht mehr gegeben ist. Aber also Kontrolle des Zugriffs auf die Firewall, Access Points, angepatchte Server, offene Wi-Fi-Router, das überfordert die alle. Also wie kann ich mein WLAN sicher machen, ist noch so eine Geschichte, die ich schon mit Ihnen bespreche. Aber auch da geraten die meisten an ihre Grenzen. Und also Perimeterschutz, das ist noch einer der Punkte, wo überhaupt noch was geht, aber auch schon nicht sehr gut. Effektives Monitoring, Informationen über Assets, was habe ich denn für sensible, wertvolle Daten und wo liegen die? Ja, das wissen die meisten meiner Klientinnen noch nicht mal. Da synchronisiert irgendwas in die Cloud und was genau wo jetzt liegt, ist den meisten Leuten unklar. Und das liegt eben ja auch nicht daran, dass die Leute, dass denen das völlig egal ist oder so, sondern dass das als völlig selbstverständlich von der Gesellschaft gespiegelt wird, dass es normal ist, dass man halt dieses Cloud anmacht. Das ist sogar gut, weil das sichert die Daten ja. Und dann vertrauen die Leute da drauf. Und wer hat dann Zugriff auf diese Daten? Keine Ahnung. Wer nimmt Änderungen an der Firewall vor? Ich weiß noch nicht mal, wie ich das mit meinen Klientinnen besprechen soll. Dahin folgen die mir nicht mehr. Also die meisten schaffen es soweit gar nicht. Kenntnis über sensible Daten, wer greift auf sensible Informationen zu? Ja, das ist ja genau die Frage, die mir stellen. Und im Zweifel nehmen sie an, jeder auf alles. Und was passiert im Netzwerk mit sensiblen Daten? Also das ist auch ein Punkt, habe ich keine Idee zu, wie ich das in Muggel-Computer-Deutsch übersetzen soll. Datensicherheitsanalyse, Vergleichen von Dateien, Benutzeraktivitäten mit dem Ausgangsverhalten. Also ja, und dann soll man eine Baseline erzeugen. Und das ist ja auch alles schön und gut. Das ist auch sind auch die richtigen Lösungen. Aber ich habe keine einzige Klientin, die bei Inbetriebnahme ihres Gerätes, bevor irgendwas komisch war, sich mal den Zustand gespeichert hat und um den dann zu vergleichen mit dem Moment, wo irgendwas komisch ist mit ihrem Gerät. Das kommt einfach in der Realität der Menschen nicht vor. Und dann kann ich Ihnen noch so viel erzählen, ja, da braucht man eine Baseline und dann kann man da vergleichen. Das geht ins Leere, bringt nichts. Aktionsplan erstellen, um Bedrohungen zu bekämpfen. Ja, sowas bräuchten diese Betroffenen, die bräuchten einen Aktionsplan und leider sind selbst das, was ich denen da liefern kann, sieht immer noch so lapidar aus. Also die Frage, woran erkenne ich denn das, was mit meinem Gerät nicht in Ordnung ist? Die Antwort darauf ist entweder viel zu kompliziert, also wie gesagt, vergleich doch mal die Baseline mit dem Jetzt-Zustand,
Oder viel zu einfach, ja, geht dein Akku schnell leer, der könnte auch kaputt gegangen sein. Hast du plötzlich viel Datenvolumen? Ja, habe ich, aber ich habe vergessen, dass ich da gerade neulich eine App installiert habe, die Daten frisst. Also da kann auch ganz viel sozusagen falscher Alarm dabei sein. Und was, wenn dann irgendeine Warnung auftaucht, dann kann man auch nicht gleich sofort alles stehen und liegen lassen, weil eventuell ist es ja einfach ein falscher Alarm. Und das ist enorm schwer, damit umzugehen. Jedenfalls kann man das keiner normalsterblichen Person zutrauen, dass sie oder zumuten, dass sie sowas auch noch selber erstellt. Ja, und dass dann unterschiedliche Bedrohungen unterschiedliche Reaktionen erfordern, das ist ja richtig. Hier steht auch, ohne effektives Monitoring ist es nahezu unmöglich, APT-Attacken zu identifizieren. Ja, das ist ja schön, vielen Dank. Aber geholfen hat mir das jetzt, um meinen Klientinnen irgendwie weiterzuhelfen, nicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe auch schon mich sehr, sehr viel nach anderen Fortbildungen umgesehen. Ich habe jetzt nicht ganz so viele davon alle durchgekaut, aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen, die haben alle dasselbe Programm in den Übersichten. Da steht, es ist allen ansehbar, dass es eigentlich hier um Firmensicherheit geht. Es geht nicht um IT-Sicherheit, sondern es geht um IT-Sicherheit in Firmen und Organisationen. Das wird aber noch nicht mal für nötig erachtet, das dazu zu sagen, weil es gar keine andere IT-Sicherheit gibt, anscheinend. Und das ist sozusagen das, worauf ich mit dieser Lücke, mit diesem Hinweis hinaus möchte. Deswegen hier mein Aufruf. Wir suchen nach Lückenfüllerinnen. Menschen, die sich sagen, okay, da ist zwar nicht so viel Geld zu holen wie im wirtschaftlichen Bereich, aber das klingt spannend, das klingt nach einem neuen Gebiet, in dem ich mich mal umschauen will. Und die IT-Sicherheit in den privaten Markt zu ziehen. Sicherheitskonzepte für Privatmenschen zu entwickeln, die eben über die digitale Selbstverteidigung hinausgehen. Das Ganze muss bezahlbar sein. Also das kann durchaus auch, ich habe auch oft Leute da, die sagen, ja, ich würde ja auch jemanden bezahlen, der das mir konfiguriert, aber die wissen auch nicht, an wen sie sich wenden sollen. Die wissen auch nicht, wo sie ihr Handy zum Beispiel mal analysieren lassen können, wenn sie der Meinung sind, das ist eben gehackt worden, dann gehen sie zur Polizei und die Polizei nimmt das in 99% aller Fälle nicht an, weil die einfach die Kapazitäten dafür gar nicht haben. Das heißt, und wenn man sich an eine private IT-Sicherheitsfirma wendet, kriegt man ganz häufig die Antwort, Privatpersonen haben wir gar nicht, gibt es bei uns gar nicht als Klientel. Unser Angebot ist an Firmen gerichtet. Und da müsste es also auch Angebote geben bei IT-Sicherheitsfirmen, die natürlich auch bezahlbar sein müssen für Leute, die eben das, bei denen die es nicht beruflich oder professionell hier ihre Technik haben, sondern einfach Privatmenschen sind. Das muss leistbar sein, das heißt, das müssen Leute machen können, die sich jetzt nicht hypermäßig mit Technik auskennen. Und es ist eben ganz wichtig, dieses Angriffsszenario der häuslichen Gewalt mitzudenken. Und da kommen wir jetzt sozusagen zum nächsten Punkt, auf den ich hier hinaus möchte. Es ist nämlich so, dass man an ganz vielen Stellen merkt, dass in den Sicherheitskonzepten verschiedener Anwendungen das Thema häusliche Gewalt irgendwie gar nicht mitgedacht wird. Da haben wir also ein Beispiel, was mir in letzter Zeit wirklich dauernd vor die Nase fällt, ist diese Familienverknüpfungsfunktion von Apple. Ich benutze sowas von privat natürlich überhaupt gar nicht, deswegen musste ich mich damit auch erstmal ein bisschen selber beschäftigen. Ich sage euch mal, wie das aussieht für die Betroffenen. Es ist in erster Linie völlig intransparent. Man ist dann da halt einfach irgendwo hinzugefügt und man weiß gar nicht, wer eigentlich was sieht und darf und tun kann und machen kann. Und dann ist man halt da in diesem Netz drin und kriegt sich auch nicht irgendwie wieder ausgeklinkt, was ja logisch ist, weil diese Apple-Familienfunktion soll ja auch zur Kinderüberwachung dienen. Und wenn die Kids sich gleich wieder auswählen könnten aus dem ganzen Ding, so einfach, dann würde das ja nicht viel bringen.
Aber das führt eben dazu, dass zum Beispiel auch Frauen, die sich aus einer Beziehung getrennt haben, dann nicht mehr wieder rausgeklickt kriegen und das auch gar nicht wissen, wie geht denn das jetzt? Und dann haben sie sich ausgeklinkt, aber vertrauen dem Braten nicht und glauben nicht, dass das jetzt wirklich alles ausgeklinkt ist. Das liegt einfach auch daran, dass es unglaublich intransparent gemacht ist. Apple ist dann an verschiedenen Stellen sehr intransparent, auch gerade beim Synchronisieren in die Cloud ist bei Apple kaum ein Durchblick zu kriegen, was jetzt eigentlich gerade synchronisiert wird und was nicht. Was auch sehr häufig mit dieser Apple-Familienfunktion passiert ist, selbst wenn die Mutter sich dann ausgeklinkt hat, es sind immer noch die Geräte der Kinder dann eingewählt und wie gesagt, meistens der Mann die Geräte besorgt hat und das alles eingerichtet hat und die Kinder haben dann sind dann da auch drin und selbst wenn die Mutter sich ausgewählt hat, werden die Kinder noch überwacht und dann meldet sich plötzlich der Vater und sagt, warum war das Kind gestern Abend um 10 noch nicht zu Hause? Hat damit natürlich auch einen ganz massiven Einblick in das Leben der Mutter. Und das ist das ist ein Thema, was wirklich sehr, sehr häufig auftaucht. Und dann entstehen noch durch diese ganzen Gerätekoppelei mit diesem, man kann da ja ganz viele Geräte in dieses eine Universum einkoppeln, mein iPad, mein iPhone und meine komische Uhr, Apple Watch. Da ist es dann auch wieder, dass eben ein großes Unwissen da ist und die Leute sehr verunsichert sind, was das denn jetzt eigentlich mit diesem Koppeln ist. Und mein Ex hat sich jetzt eine Smartwatch gekauft, hat er damit jetzt Kontrolle über mein Smartphone? Das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die ich schon gestellt bekommen habe. Und nur weil der sich ein Smartphone gekauft hat, hat er die nicht. Aber da kommt dann eben wieder diese Intransparenz durch, dass ich ehrlich gesagt der Person auch nicht versprechen kann, wenn sie eben vorher in dieser Familienverklinkung drin war und der seine Smartwatch damit verklinkt, was dann eigentlich da unter der Haube im Hintergrund alles abläuft und geht und möglich ist, ist mir halt auch nicht bekannt. Also da haben wir eine hohe Verunsicherung. So, es gibt da noch viele andere Beispiele. Oft sind das sogar Sicherheitsfeatures, die aber dann an der Stelle genau andersrum verwendet werden. Zum Beispiel dieser Diebstahlschutz, Find My Phone, hat sowohl das Android als auch das Apple eingebaut. Bei Apple ist es sogar so, wenn ich das auf Werkseinstellung zurücksetze, ist diese Ortungsfunktion, wenn ich die aktiviert habe, nach wie vor drin. Wieder auch eigentlich mitgedacht, wenn es ein Diebstahlschutz sein soll, dann darf der ja nicht so einfach umgehbar sein, indem ich es auf Werkseinstellungen zurücksetze. Dann so ein Diebstahlschutz bringt ja nicht viel. Das bedeutet aber andersrum, wenn jetzt halt die Klientin das iPhone von ihrem Ex übernommen hat und noch nicht mal richtig darüber informiert ist, dass das verknüpft ist mit einem Apple-Account. Wenn diesen Apple-Account nicht hat, da das Passwort nicht kennt, dann kann man das Gerät eigentlich nur wegschmeißen, weil man eben diese Find My Phone-Funktion nicht deaktivieren kann darüber. Okay, ist vielleicht eh besser, ein iPhone zu haben, wenn man auch Kontrolle über den Apple-Account hat. Aber das ist eben so für die Vorstellung, mit was für Problemen die Leute dann da wirklich bei mir auflaufen. Es ist eben nicht so, dass alle das immer voll informiert in Betrieb nehmen, sondern da ist jemand freundlich und sagt, hier komm, du kannst mein altes iPhone übernehmen und der richtet ihnen das dann noch schön ein und dann sagen die vielen Dank und dann benutzen die das. Und dann kommen die nicht auf den Gedanken, dass es da einen Apple-Account gibt, nach dessen Passwort sie mal überhaupt fragen sollten. Das automatische Synchronisieren von Fotos in die Cloud oder überhaupt von Daten in die Cloud ist überall da ein Problem, wenn wir eben ein Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen wollen und die Daten halt nicht über die Cloud synchronisieren wollen, sodass wir hinterher das wiederherstellen, was wir jetzt eigentlich weggelöscht haben, sondern wenn wir die Daten eigentlich letztlich händisch aussortieren wollen. Und da macht zum Beispiel auch gerade wieder Apple mit seinen super bequemen und tollen Lösungen, die einem halt alle Arbeit abnehmen, einem das Problem, dass es einem aber nicht viele Gegenangebote gibt. Wie kann ich denn meine Daten händisch sortieren? Das ist da einfach nicht vorgesehen. Ich habe schon von der algorithmischen Auswertung gesprochen. Da sind eben oft diese vorgeschlagenen YouTube-Videos, die Leute ungemein verunsichern.
Weil die dann halt zum Beispiel alte Schulvideos aus irgendeiner von irgendeinem Schulauftritt oder so plötzlich ausgraben und sich einfach nicht vorstellen können, dass der YouTube-Algorithmus wirklich so gut ist. Und dann eher davon ausgehen, dass eben jemand ihren Account gehackt hat. Und das muss dann ja jemand aus dem alten Schulumfeld sein. Oder also so funktionieren dann die Herleitungen an der Stelle. Auch Datingportale, die dann einem irgendwie immer wieder dieselbe Type in die Aufmerksamkeit spülen. Auch da sind sozusagen zu gute Algorithmen, können die Leute wirklich sehr verunsichern. Der Zwang zum Geräteaccount, ganz häufig finden tatsächlich solche Angriffe irgendwie über diesen Geräteaccount statt, also über den Google-Account oder über den Apple-Account. Die einzige Spy-App, von der ich bisher, konnte sie leider nicht austesten, weil die war zu dubios bisher. Wir arbeiten noch dran. Die aber behauptet, sie könne ein Gerät auch aus der Ferne übernehmen. Die sagt, das macht sie über den Apple-Account. Also man müsste dann Zugang zum Apple-Account haben und dann kann man diese Spy-App auch installieren, wenn man sie gar nicht in der Hand hält. Alle anderen Spy-Apps sagen ganz klar, funktioniert nur, wenn man das Gerät auch physisch vorliegen hat. Also dieser Geräte-Account ist eben ein Ding, auf den es sich lohnt zuzugreifen. Und jetzt würde ich natürlich gerne sagen, ja, lasst es doch einfach sein mit dem Geräte-Account. Bei Google geht das sogar. Man kann ja die Android-Geräte auch einfach ohne Google-Account bedienen und dann den F-Droid nutzen. Ist was ich sehr häufig in meiner Beratung empfehle. Kommen auch Leute, die kommen auch teilweise damit klar, aber es gibt da natürlich auch hohe Einschränkungen, mit denen sie dann leben müssen. Ganz häufig ist eben diese Geschichte mit der Verknüpfung der Telefonnummer, zum Beispiel bei WhatsApp. Ich kann mir nicht so einfach einen neuen Account irgendwo zulegen, wenn der alte zugespammt wird oder so, weil ich brauche ja immer dann eine neue Telefonnummer. Und die muss ich mir wieder mit einer neuen SIM-Karte holen. Und das geht, wenn ich das sozusagen 3, 4 Mal machen musste, ganz schön ins Geld irgendwann und auch in die Nerven. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem, was eigentlich ja ein Sicherheitsfeature sein soll, was aber in dem Moment genau den Klientinnen erschwert, da überhaupt aus dem Weg zu gehen, der Sache. Ja, und dann fehlt es eben an Computerforensik-Angeboten für Privatpersonen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. So, das heißt, viele dieser Sicherheitsfunktionen sind auf außenstehende Angreifer eingestellt, die überlegen sich, wer der Dieb, der mein Handy gefangen hat, war, wie verhindere ich, dass der die Find My Phone-Funktion abschaltet. Die haben aber das Thema häusliche Gewalt nicht auf dem Schirm. Und häusliche Gewalt bedeutet eben, der Bedroher sitzt mit mir im Zweifel sogar in einer Wohnung. Der Bedroher hat mein WLAN eingerichtet. Der Bedroher hat mein Handy gekauft und eingerichtet. Der Bedroher hat Zugang zu den Handys meiner Kinder. Und das wiederum sind alles Punkte, wo man eben immer so letztlich dann doch an dem Schulterzucken ankommt, wo man sagt, naja, auf dein Passwort musst du halt schon aufpassen, ne? Und darfst halt keinen Zugang geben. Ja, Perimeterschutz. Aber das funktioniert einfach für Betroffene von häuslicher Gewalt in der Form nicht. Die haben nicht die Möglichkeit, wenn sie schlafen, dafür zu sorgen, dass ihr Handy in der Zeit nicht benutzt wird. Den kann man dann sagen, mach bloß keinen Fingerabdruck, weil wenn man schläft, könnte man ja den Fingerabdruck auf den Sensor legen. Auch schon eine Geschichte, die ich schon gehört habe. Aber letztlich haben die da auch die Möglichkeit, wenn ich schlafe, den Sperrcode halt so lange durchzuprobieren, mir über die Schulter zu schauen. Also es gibt da einfach ganz andere Probleme, die man auf dem Schirm haben müsste beim Planen von Sicherheitsarchitektur, die aber anscheinend da nicht so eine große Rolle spielen und nicht so viel mitgedacht wird. Und das ist so ein bisschen Ziel meines Talks hier, darauf hinzuweisen und darum zu bitten, das mehr auf dem Schirm zu haben, weil ich mache keine IT-Sicherheit, und deswegen kann ich eigentlich nur hier freundlich darum bitten, dieses Thema mal ein bisschen in den Fokus zu nehmen. Jetzt möchte ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ein bisschen mit zwei Apps rumgespielt. Ich merke immer, dass die meisten Leute sich gar nicht richtig vorstellen können, was so eine Spy-App eigentlich macht.
Und das Irre ist, ich erzähle immer überall, naja, Hacking ist ja gar nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das läuft ja eigentlich ganz anders. Also wie man sich dieses Fernsehhacking vorstellt. Aber letztlich ist so eine Spy-App, geht ziemlich stark in genau diese Richtung. die kann eigentlich so ziemlich alles. Und die sind richtig gut geworden und die sind mittlerweile auch richtig preiswert geworden. Es gibt kostenlose Spy-Apps, die, also ich musste mich heute bei meiner einen Test-Spy-App extra wieder einloggen, weil wenn man das nicht einmal die Woche macht, dann verfällt der Account. Das ist dann in der Pro-Version, muss man das nur einmal im Monat machen. Aber die ist eine vollwertige Spy-App, die kostet gar nichts. Und dann kann man die etwas bequemeren schon für 10 Euro oder so kriegen. Man kann aber auch tiefer in die Tasche greifen. Also 10 Euro im Monat sind das dann. Das ist dann immerhin ein Abo. Man kann auch tiefer in die Tasche greifen und wirklich irgendwie 150 Euro im Monat zahlen. Das wird dann wieder preiswerter, wenn man dann Jahresangebote nimmt. Die können mittlerweile richtig viel. Ich bin tatsächlich immer wieder beeindruckt, wie gut Spy-App-Betreiber darin sind, einfache Anleitungen zu schreiben. Das machen wir ja bei Digital Courage mit der digitalen Selbstverteidigung, versuchen wir das auch immer. Und da kann ich eigentlich nur im Gedanken immer meinen Hut nur ziehen. Die haben das richtig gut drauf, zu erklären, wie man so eine Spy-App einfach installiert. Wobei da die teuren auch ein bisschen besser drin sind als die preiswerteren. Langsam fängt das an, dass erste Virenscanner auch nach Spy-Apps suchen. Bisher haben die das gar nicht gemacht. Bisher haben Virenscanner von einem befallenen Gerät gesagt, hier ist alles in Ordnung, weil Spy-Apps für die überhaupt gar kein Thema waren. Denn da haben die gar nicht gesucht. Und Kaspersky ist jetzt der erste Virenscanner, der damit anfängt. Deswegen nenne ich auch den Namen, weil ich finde, wer dann Pionierarbeit macht, dem gebührt dann auch mal die Namensnennung, dass die nach Spy-Apps auch filtern. Virenscanner haben natürlich ihre großen Schattenseiten, die sage ich auch immer dazu, wenn ich nach Virenscannern gefragt werde. Aber natürlich wäre das mal total wichtig, dass eine Spy-App als eine Schadsoftware definiert wird und von nicht nur ein paar Virenscannern, sondern eigentlich von allen Virenscannern gefunden wird, weil genau das ist nämlich das Problem, die Leute wissen nicht, wie sie die Dinger finden sollen. Und selbst die Polizei findet die nicht und ich habe auch schon ganz viel rumexperimentiert und ich habe auch diverse Spy-Apps auf einem Gerät, von dem ich wusste, dass sie da drauf sind, weil ich sie selbst da drauf installiert hatte, trotzdem nicht gefunden. Also das ist wirklich nicht einfach und das wird höchste Zeit, dass da überhaupt mal auch Virenscanner Alarm schlagen. Außerdem ist es nach wie vor legal, dass man ein Programm auf dem Gerät versteckt, sodass es halt nicht mehr auffindbar ist. Und während man jetzt von mir aus auch noch ein bisschen drüber streiten kann, ob Spy-Apps allgemein legal sein sollten oder nicht, weil Freiheit bedeutet ja auch die Freiheit, sich freiwillig überwachen zu lassen oder irgendwie so, könnte man drüber streiten, ist nicht meine Position, aber wäre eine Position, die ich noch als akzeptabel, legitim irgendwie akzeptieren könnte, dass man ein Programm auf dem Handy verstecken kann, so dass es die Besitzerin, der Besitzer dieses Geräts nicht mehr wiederfindet hinterher. Das mindestens ist, finde ich, sollte einfach nicht legal sein. Warum geht das? Warum ist das möglich und warum unterbindet man das nicht? Ach so, ja, es steht unten drunter, die Bundesregierung will das ja selber auch tun dürfen und naja, gut. Das führt übrigens, der Bundestrojaner führt übrigens auch dazu zu Verunsicherung, werde ich auch immer wieder mal gefragt, ja, die wissen doch, dass das alles möglich ist, die Regierung kann das doch auch und die Geheimdienste, also kann mein Mann, mein Ex das auch oder der Typ, weil der, manchmal sind es ja auch Frauen, aber die haben Kontakte. Und das heißt, allein die Existenz des Bundestrojaners führt schon dazu, dass die Leute noch zusätzlich verunsichert werden und sich auch gar nicht richtig mehr vorstellen können, was jetzt eigentlich die Ursache ihres Problems ist, weil sie sich möglicherweise dann in eine ganz andere Richtung orientieren, als das, wo der Angriff tatsächlich herkommt. Ja, wie sieht so eine... Ach so, genau. Erstmal wollte ich natürlich darauf hinaus... Ja, diese Spy-Apps sind legal. Man darf sie halt nicht illegal einsetzen. Und so reden sich die Spy-App
Anbieter da aus der Affäre raus. Ich will hier keine Werbung machen für irgendeine Spy-App, deswegen habe ich den Namen zum Beispiel geblurrt. Das ist hier gar nicht von Belang, welches Spy-App das ist. Ich habe mir diverse angeschaut und es sind tatsächlich, das Bild ist eigentlich überall identisch. Ja, Software intended for legal uses only. Aber wir können, we cannot be held responsible. Und ja, das ist eine 100% legale App, aber sie benötigen die Erlaubnis ihres Partners, bevor sie dessen Geräte überwachen können. Und hier sehen wir dann auch noch gleich, wie das oft gerechtfertigt wird, die Existenz solcher Apps, nämlich eben wieder durch Kinderüberwachung, was ich auch ein ganz furchtbares Ding eigentlich finde, dass das so als legitimer Grund akzeptiert wird. Und natürlich Unternehmensüberwachung, Angestelltenüberwachung auf dem Dienstgerät kann man das doch installieren. Auch das ist ein Punkt, den ich ganz problematisch finde, aber damit werden dann oft diese Apps als gerechtfertigt, deren Existenz. Aber es gibt auch solche Spy-Apps, die ganz frei raus sagen, dein Partner, deine Frau bedrückt dich, willst du rausfinden, warum, oder die lügt, oder da ist irgendwas komisch, na, dann installier doch unsere App. Und ja, aber hier sehen wir also, die App-Betreiber sind da nicht verantwortlich. Verantwortlich sind die, die es installieren. Wenn man sich jetzt in eine Spy-App einwählt, das hier ist eine kostenlose, da kommt dann erstmal der erste LOL-Moment, weil, ich habe halt meine Werbeblocker nicht abgeschaltet. Also wer eine Spy-App installiert, muss sich selber auch ausspionieren lassen, weil man muss sich natürlich die Werbung angucken, ist ja kostenlos. Ne? Irgendwie wollen die ja an ihr Geld kommen. An der Stelle kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist also sozusagen auch die Person, die das installiert, muss sich überwachen lassen. Und dabei kommt ein Punkt, den viele Leute, glaube ich, gar nicht berücksichtigen, wenn sie sich, wenn sie es schlimm finden, dass Spy-Apps installiert werden, nämlich, dass ich eben nicht nur ich nehme Zugriff auf die Informationen und Daten auf dem anderen Gerät, sondern ich gebe ja auch dieser Firma den vollen Zugriff auf die Daten und Informationen von der Person, die ich in der Regel nicht gefragt habe, ob sie damit einverstanden ist. Das heißt, ich teile deren Daten mit Dritten oder Dritten mit und erteile denen das Einverständnis im Namen einer Dritten. Das ist also eigentlich unlauter, weil das darf man nicht. Man darf ja nicht Verträge zulasten von Dritten abschließen. So, wenn ich dann also den Adblocker abgeschaltet habe oder einen anderen Browser benutzt habe, ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil hier sind jetzt die Bilder übereinander, aber hier stört es nicht. Was kann ich alles machen mit so einer Spy-App? So sieht das jetzt teilweise von innen aus, also wenn ich das bediene. Ich kann zum Beispiel fernsteuern. Ich kann mir hier die Geräteinformationen rausgeben lassen, zum Beispiel. Also wir sehen hier jetzt links, sehen wir den Befehl, den ich eingegeben habe über die Spy-App. Ich habe das Wi-Fi deaktiviert oder ich habe eine Audioaufzeichnung gemacht. Dann sieht man auch, dann kann da die Audiodatei runterladen. Ich habe eine Nachricht aufs Handy geschickt. Das ist eben so könnte man ein Watching-You-Nachricht hinterlassen. Ich habe das Telefon 5-mal klingeln lassen. Und nochmal 2-mal klingeln lassen. Das ist auch ganz schön gruselig, wenn plötzlich das Telefon einfach unvermittelt klingelt oder nur vibriert, einmal so macht, aber ist überhaupt nichts passiert. Dann geht sofort im Kopf dieses Ding, ich habe eine stille SMS gekriegt. Nee, das ist einfach nur ein Ding gewesen, um einen auf Horror zu bringen, aber ich meine, da ist eine Spy-App drauf. Aber also als Beispiel dafür, wie dann man in eine komplett falsche Richtung denkt, aber natürlich hier das ist natürlich schon echt ein übler Eingriff. Es gibt dann sogar, das wird hier sogar noch bequem gemacht, es gibt auch sogenannte SMS-Kommandos. Man kann also per SMS, man schickt eine SMS an diese Nummer, die da jetzt ausgeblurrt ist. Und je nachdem, wie der Befehl aussieht, SMS Ring und dann noch die Time, SMS Wi-Fi, SMS Get Location, das schreibe ich in die SMS rein und dann funktioniert das. Das heißt, ich muss noch nicht mal am Rechner daheim sitzen, um irgendwie mal zu sagen, hier, start mal das Telefon neu. So, und ich kann das Telefon auch einfach klingeln lassen.
Das ist natürlich auch wieder praktisch, wenn ich es verlegt habe, aber dann könnte ich es auch einfach anrufen. Es gibt noch andere Möglichkeiten zur Fernsteuerung. Ich könnte zum Beispiel eine SMS verschicken. Also nicht an das Handy, sondern von dem Handy aus an jemand anderen. Das heißt, ich könnte hier jetzt in diesem Beispiel zwischen der Stalking-Betroffenen und ihrer besten Freundin plötzlich mal so eine ganz fiese SMS schicken im Namen der Stalking-Betroffenen an ihre beste Freundin. Und für die sieht das natürlich so aus, als käme die Nachricht von ihr, also von der Stalking-Betroffenen. Und ich kann also auch einfach Fake-SMS schicken. Ich kann die Kontaktliste abrufen, sehen wir gleich noch. Hier sehen wir auch nochmal WLAN aktivieren und deaktivieren. Und ich kann auch Daten vom Telefon löschen. Ich kann das Telefon formatieren. Das ist natürlich besonders schön, wenn ich weiß, die Betroffene sammelt schon fleißig irgendwie Screenshots oder so, um mir was nachzuweisen. Zack, alles weg. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier kann ich auf die Fotos schauen. Was da so für Fotos auf dem Handy gespeichert sind. Ganz oben ist mein süßer Hund, der mal als Fotomodel herhalten musste. Und ansonsten habe ich da ein paar Screenshots gemacht gehabt. Sieht man dann auch die Uhrzeit und alles. Kann ich natürlich auch alle schon runterladen. Ich kann mir auch die History, die Browser-History angucken. Was ist da alles eingegeben worden? Da ist sogar jeder Tippfehler. Da unten bei dem test.dw habe ich nämlich mal Enter gedrückt. Da habe ich einfach mich vertippt, habe das W wieder weggelöscht, ein E dahinter gemacht. Es hat trotzdem zwei Einträge erzeugt. Und natürlich, wenn man dann irgendwie was gegoogelt hat, dann sieht man natürlich auch über die URL, so nach was für Sachen man gegoogelt hat. In dem Fall wäre das jetzt Englisch lernen gewesen. Ich privat nutze natürlich kein Google. Das ist hier ein Testgerät, auf dem natürlich die Sachen drauf sind, mit denen auch die Normalsterblichen zu tun haben. Ich kann hier auch, ich kann überwachen, nicht nur fernsteuern, sondern auch überwachen. Ich kann zum Beispiel in den Kalender reinschauen. Das sind jetzt natürlich Beispieltermine, die ich da mal angelegt habe in dem Kalender. Und ich kann also genau sehen, wann befindet sich die Person wo. Wunderschön auch die Funktion, dass ich natürlich in die in den Zwischenspeicher von kopierten Text reinschauen kann. Und wenn man dann zum Beispiel mal ein Passwort von A nach B kopiert hat, ja, dann taucht das da halt auf. Und wenn ich vorher ja, wenn ich jetzt hier die Zeit vergleiche und gucke, okay, auf welche Website ist sie da zu dem Zeitpunkt gegangen, dann weiß ich auch sofort, dann habe ich das passende Passwort zum Beispiel zum, was weiß ich, E-Mail oder Facebook oder so. So, und jetzt kommt die nächste Folie, kommt ein Video. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Ich kann natürlich auch blockieren. Ich habe hier mal zwei URLs blockiert, die also man nicht aufrufen kann. Das ist einmal test.de und einmal friedafrauenzentrum.de. Und ich habe das extra auf Video aufgenommen, was passiert, wenn man die eingibt. Und ich bin jetzt mal gespannt, was Big Blue Button da draus macht. Mal sehen. Aha. Aha. Das klappt leider hier so nicht. Ich kann ja aber auch meinen Bildschirm teilen, ne? Dann zeige ich euch das einfach. Moment. Das will natürlich vorbereitet sein. Ist es schon fast? Ich muss mich nur einmal hier durchklicken. Den richtigen Punkt. Ich finde das nämlich ganz schön. Man gibt nämlich den Text ein und noch ehe man. So, nein, nee, da, zurück. So, Moment. Jetzt teile ich mal. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Versuchen wir das mal so. Klappt das? Seht ihr mich? Ich sehe nämlich jetzt gerade nichts mehr. So, also hier sind wir wieder auf dem Punkt. Da kommt.
kommt das Video. Ich hoffe, es sehen jetzt alle. Auf der rechten Seite hier, wir sehen, die Seite vom Anti-Stalking-Projekt ist nicht blockiert. Die funktioniert. Jetzt gebe ich hier mal Frieda Frauenzentrum ein und vertippe mich einmal dabei. Und jetzt achtet mal unten auf den Go-Knopf. Den drücke ich nämlich gar nicht, wenn ich jetzt gleich korrigiert habe. Dann wird nicht gedrückt, sondern sobald das .de eingegeben ist, zack, landen wir auf Google. Wie bitte? Da ist irgendwas schiefgegangen. Ich gebe jetzt nochmal test.de ein. Das hat eine kurze URL. Es geht schneller. Auch hier, ohne dass ich einmal auf Go gedrückt habe, lädt sich sofort wieder Google. Das heißt, was da im Zweifelsfall man denkt, ist irgendwie, man hat selber was falsch gemacht oder da stimmt irgendwas nicht, man hat was falsch eingetippt. So, Digitalcourage ist nicht gesperrt, funktioniert wieder. Das jetzt nochmal so vorne und hinten dran als Beispiele. Ich bleibe mal kurz in dieser Ansicht hier. Wenn jetzt im Chat niemand sagt, nee, im Chat beschwert sich niemand, dann scheint die Ansicht zu funktionieren. Ich habe nämlich gleich noch ein Video. Und dann bleiben wir doch mal eben hier. Ich kann nämlich nicht nur Websites jetzt einfach mal eben blockieren, sodass man gar nicht schnallt, dass die blockiert sind, sondern da lädt sich halt einfach Google, irgendwas ist schiefgegangen, irgendwas ist komisch. Das lässt sich gar nicht richtig zuordnen, sondern ich kann auch das ganze Gerät zum Beispiel blockieren. Dann funktioniert das einfach in einer gewissen Uhrzeit nicht oder zum gewissen Zeitplan. Das kommt dann wieder in Richtung Kinderüberwachung, die sollen ja nicht nachts und so weiter. Ich kann aber auch einzelne Apps blockieren. In diesem Fall zum Beispiel hat Kaspersky gerade die Spy-App entdeckt, als dann mein böses alter Ego auf der Seite der Spy-App gesagt hat, hahaha, ich sperre einfach die Kaspersky-App und dann kann man nämlich auch die App nicht mehr löschen, weil sobald man Kaspersky aufmacht, wird das halt blockiert. Da konnte ich jetzt hier noch eingeben, welche Nachricht da erscheinen soll, wenn man also diese App öffnet und wann, von wann bis wann das gelten soll, also immer. Und ich könnte hier natürlich auf Entsperren drücken. Und jetzt gucken wir uns mal das Video an, wie das sozusagen auf dem Handy aussieht in dem Moment. Also ich habe hier mein, oh, ja gut, das ging ja schnell. Ich kann jetzt hier einfach nur noch OK drücken. So, machen wir nochmal von vorne. Wir gehen hier zu Kaspersky, machen die auf, sehen so einen ganz kurzen Moment noch die Kaspersky-App aufflackern und dann kommt hier schon meine hübsche Nachricht, die ich eingegeben habe. Man könnte dann natürlich auch was weniger Offensichtliches reinschreiben, zum Beispiel schwere Ausnahmefehler oder so, sodass dann die Betroffene im Zweifel noch nicht mal merkt, dass hier was komisch ist, sondern einfach auf OK drückt und sich davon abhalten lässt, Kaspersky weiter zu benutzen. Oder am Ende noch Kaspersky verdächtigt, da ist irgendwas komisch und das deinstalliere ich lieber mal wieder. So, jetzt komme ich wieder zurück. Hat das schon funktioniert? Ja, ne? Ich bin wieder da. Dann. Was man natürlich auch machen kann, ist, also wir sagen immer, wir reden von Wanzen, die wir mit uns rumtragen und wenn auf so einem, also wenn wir einfach so ein Handy benutzen. Und wenn wir auf so einem Handy so eine Spy-App installiert haben, dann stimmt das auch tatsächlich. Ich kann mit dem, ich kann einen Live-Blick in die Gerät, in das Gerät reinwerfen. Das heißt, ich kann die Kamera zum Beispiel starten. Das habe ich hier mal einmal gemacht und dann ein Screenshot wiederum davon gemacht, wie ich das Handy in der Hand halte und gerade parallel auf den Monitor schaue. Lustigerweise, da sitze ich an derselben Stelle. Ich kann aber auch einfach so ein Foto machen, also ich kann dem Gerät sagen, hier, schieß los, mach mal Foto um die und die Uhrzeit, dann kann ich die alle schon runterladen oder ich kann auch Audio aufzeichnen. Was man hier auf dem Bild vielleicht noch ein bisschen sieht, ist, da unten steht eine Minute. Ich kann, also was ich nicht so gut machen kann, ist mich endlos irgendwie in ein Gerät einschalten und das so im Überwachungskamera-Stil laufen lassen. Das ist natürlich das, was dann die Klientinnen oft fürchten, sondern das ist relativ begrenzt. Das ist jetzt natürlich die kostenlose Variante, die ich hier habe. Da hat man dann irgendwie pro Tag 10 Sitzungen und eine Minute kostet eine Sitzung. Wenn ich also gleich 5 Minuten auf einmal machen möchte, dann kostet mich das auch gleich 5 Sitzungen. Dann habe ich mein halben Tagesbudget schon verbraucht. Wenn ich dann natürlich die 10 Euro hinbezahle, die das in dem Fall kostet, habe ich dann erheblich mehr Möglichkeiten und Länge.
Also insofern, es funktioniert nicht mit diesem Daueraufzeichnungsding, aber es ist dennoch sehr scary einfach. Und ich kann eben Audio aufzeichnen, auch das kann ich nicht sehr genau timen. Also ich kann nicht sagen, jetzt genau oder genau in der Sekunde, sondern ich kann halt sagen, Aufzeichnung starten und irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Minuten wird das dann die Aufzeichnung starten. Wenn das Gerät gerade auf Flugmodus ist, dann nicht. Und das, ja, das ist eine, also gut timen kann man das nicht, aber es ist natürlich trotzdem ein Horror. Übrigens auch sehr, was auch noch nicht so gut funktioniert, aber viel zu gut schon, ist die Ortung. Ich kann natürlich auch genau rausfinden, wo ist das Gerät. Das hat bei mir das wirklich bis auf die Hausnummer exakt genau erkannt. Allerdings ist jetzt zum Beispiel bei dieser Spy-App die Gliederung nicht so, also die Körnung nicht sehr hoch. Also meinen kompletten Gassigang, eine Dreiviertelstunde lang, hat diese Spy-App überhaupt nicht mitgekriegt. Wo wir dann gedacht haben, da müssen sich eigentlich die Spy-App-Installierer mal zum Protest zusammentun, weil man will sich doch darauf verlassen können, dass so eine Spy-App auch richtig spyt, wenn man sie installiert hat. Wie bitte? Ah, da hat vielleicht jemand nur versehentlich sein Mikro angehabt. Ja, man kann aber die Leute auch einfach auf Horror bringen. Das habe ich jetzt auch schon erwähnt. Man kann zum Beispiel es einfach vibrieren lassen oder klingeln lassen. Man kann einfach eine Nachricht auf das Telefon anzeigen. Da ist wahrscheinlich auch wieder so an die Kinder gedacht worden. Also im Sinne von ab ins Bett mit dir, wenn Handy weg oder sowas. Aber man kann eben da auch irgendwie sehr gruselige Sachen reinschreiben. Und dann gibt es eben diese Zeitplanbeschränkungen. Dann kann man eben sagen, in dem Fall jeden Dienstag zwischen 17.40 Uhr und 17.45 Uhr. Ihr seht, ich habe das an einem Dienstag um 17.40 Uhr ausprobiert. Ist das Telefon dann einfach komplett gesperrt. Auch das ist natürlich so mit dem Gedanken, dass man Kindern sozusagen am Freitag darf das Telefon noch bis 21 Uhr benutzt werden, aber unter der Woche nur bis 20 Uhr und in der Nacht eben gar nicht. So wird das so ein bisschen hergerechtfertigt und auf dem Gerät wird dann halt einfach angezeigt, stecken geblieben. Steckgebliebenes Telefon wird dann da angezeigt. Und man kann OK drücken, aber man kann sich das OK drücken auch sparen, weil ansonsten geht nichts auf dem Gerät. Und das ist natürlich aber auch total fantastisch, um Leute einfach völlig auf Horror zu bringen. So, dann komme ich jetzt zum Fazit. Erstens, wir müssen unbedingt es gibt hier eine Menge Lücken, die geschlossen werden wollen und sollten. Und das brauchen wir. Das ist dringend notwendig. Liebe IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten, ich schwärme immer ganz doll von euch in meinen Beratungen. Tut mal was und nehmt dieses Thema auf die Platte. Zweitens, ich habe vorhin erwähnt, falls ihr von passenden Fortbildungen wisst, die eben nicht Firmen-IT-Sicherheit erklären, sondern die auf IT-Sicherheit und jetzt auch nicht digitale Selbstverteidigung, das mache ich selber, da bin ich selber ganz gut drin, sondern wirklich die IT-Sicherheit, aber für Privatmenschen im Kopf haben. Ich freue mich sehr über E-Mails. Es gibt dazu auch ein PGP-Key, falls Bedarf besteht für verschlüsselte Kommunikation. Allgemein die Bitte, denkt doch das Thema häusliche Gewalt bei IT-Sicherheitsfragen mit. Das darf nicht länger vergessen werden. Bedenkt auch, dass eben es heute keine Option mehr ist, den Leuten einfach zu sagen, wenn ihr es nicht könnt, dann benutzt das Zeug auch nicht. Das war damals schon eine etwas elitäre Haltung. Ich verstehe auch, wo die herkommt und ich in gewisser Form teile ich die auch, aber sie ist halt überhaupt, passt einfach nicht zur Realität der Menschen. Und von daher hilft die einfach nicht mehr. Und ja, eigentlich müssen solche Spy-Apps verboten werden, weil auch die Zwecke, mit denen die legitimiert werden, sind absoluter Humbug. Und so funktioniert das nicht. Was wir damit eben letztlich machen, ist uns völlig falsche Umgangsweisen mit unseren Handys, unseren Smartphones, unseren Geräten anzutrainieren. Und zwar in der gesamtgesellschaftlichen Breite, die wirklich unschön ist, wenn das eben propagiert wird, dass
Kinderüberwachung okay ist und dass es, dass das die Art ist, wie man sinnvoll Kinder erzieht, dann kriegen wir schnell ein ziemliches Problem. Ich verstehe, dass man das auch mit einem Verbot nicht wirklich alles getan ist. Es gibt ja auch sowas wie illegale Software, das habe ich mal gehört, soll es auch geben. Aber trotzdem würde so ein Verbot enorm viel helfen und verändern, weil im Moment ist es einfach wirklich einfach, an dieses Zeug anzukommen. Und in dem Moment, wo die dubioser werden, gibt es vielleicht auch ein paar Leute, die sich davon abschrecken lassen und vielleicht auch weniger Eltern, die zum Beispiel auf die Idee kommen, sowas ihren Kindern anzutun. Ja, damit bin ich am Ende dieses Vortrags und stehe aber noch für Fragen zur Verfügung. Wir müssen nicht unbedingt, ich kriege hier einen Tee gebracht, vielen Dank. Wir müssen nicht unbedingt jetzt die volle Stunde, die wir noch blockiert haben, ausreizen. Da habe ich eigentlich sogar gar nicht mit gerechnet, aber weil bisher immer viele Fragen zu dem Thema kamen, dachte ich, nutzen wir mal die Zeit. Ich sehe auch schon die ersten Fragen im Chat. Da gibt es auch noch andere, die den Kurs der Fernuni Hagen gemacht haben. Der war tatsächlich gut, aber an der Stelle einfach dünn. BSE für Bürger, ja, ich habe da mal reingeschaut und fand das auch zu dünn einfach. Da war nicht viel Fleisch drin, aber vielleicht hat sich das zwischenzeitlich verändert und ich schaue es mir nochmal an. Cetatech, super Empfehlung, schreibe ich mir raus, kenne ich noch nicht. Und ob die Apps auch Zugriff auf den Passwort-Vault? Ja, naja, wenn ich ein Vault habe und wenn ich dann, das hängt vom Vault ab. Ich stelle gerade die Fragen, ich beantworte gerade die Fragen, vielleicht sollte ich die erstmal vorlesen. Können die Apps auch Zugriff auf den Passwort-Vault erlangen? Das hängt ganz davon ab. Also ich benutze zum Beispiel KeePass X. Der hat extra eine Variante, um den Zwischenspeicher zu schützen. Aber auch da liegt meines Erachtens das Passwort ja unverschlüsselt drin. Das heißt, über diesen Zwischenspeicher mit Leseservice müsste ich dann, wenn ich eine App ein Passwort aus dem Vault irgendwo anders hinkopiere, dann selbstverständlich auch das Passwort lesen können. Was tatsächlich bisher noch nicht so gut funktioniert hat, war, dass ich sozusagen einzelne Apps drauf Zugriff nehme. Also man kann natürlich auch irgendwie WhatsApp und die Nachrichten da abfangen, aber man kriegt das alles, man kriegt nicht die App gezeigt, die man dann sieht, sondern man kriegt das alles irgendwie aufbereitet in einer anderen Ansichtsmaske. Von daher könnte das schon sein, dass der Vault auch halbwegs sicher ist. Sicher wäre ich mir da aber, wenn eine Spy-App drauf ist, nicht mehr. Nächste Frage, ja, der Vortrag wird auf Media CCC zu sehen sein, hoffe ich zumindest. Wir zeichnen auf und ich weiß dann noch nicht genau, wann, wo er dann herkommt. Und dann kommen, ganz viele herzliche Dankeschöns. Das freut mich aber, dass es gut ankam. Und gibt es hier jetzt noch weitere Fragen? Wie arbeitest du mit Frauenhäusern zusammen? Naja, Frauenhäuser, das ist ein ganz spannendes Ding, weil Frauenhäuser sind natürlich ganz vorne an der Front, sage ich jetzt mal. Die haben nämlich das doppelte Problem. Die haben zum einen die besonders gefährdeten Leute und zum anderen die am meisten verstehen von der Technik, habe ich manchmal den Eindruck. Also manchmal gehe ich in Frauenhäuser und halte da wirklich einen Vortrag für die Bewohnerinnen im Frauenhaus, was die tun können, um ihre Geräte sicher zu machen. Und da schaffe ich in anderthalb Stunden Vortrag, WLAN aus, Bluetooth aus, Passwörter, sichere Passwörter verwenden. Und dann bin ich schon froh, wenn ich noch irgendwie was mal von EXIF-Daten und Metadaten in Bildern erklären kann und wie man die entfernt, bevor man sie auf Social Media teilt. Viel weiter komme ich in anderthalb Stunden da nicht, weil das einfach wirklich so simpel und langsam gehen muss, oft auch mehrsprachig unterwegs ist, dass man da wirklich ganz kleinschrittig überhaupt nur unterwegs ist.
Was ich auch mache, sind Schulungen, Fortbildungen, Schulungen in Frauenhäusern, die ihre Teams fortbilden wollen. Das geht natürlich dann noch ein bisschen besser. Aber auch hier haben wir halt, ich sage den Frauen da immer, wir sind jetzt hier die Pionierinnen, weil die glauben, die wollen mir das immer nicht glauben, dass sie jetzt die Expertinnen auf dem Gebiet sind, weil es die sich natürlich gar nicht oder meistens gar nicht mit solchen Themen auskennen. Man kann sich das vorstellen, wie so ein Frauenhaus ausgerüstet ist. Das hat nur zwei Computer, die meistens von irgendeinem Ehrenamtler vor anno dazu mal eingerichtet wurden und auf denen sie dann halt immer arbeiten, und Leute, die sich unglaublich viel mit Sozialpädagogik und sozialer Arbeit befasst haben, aber dieses Technikthema meistens nicht so wirklich im Fokus ihrer Aufmerksamkeit stand. Und hier laufen jetzt auf einmal lauter solche Fälle auf, solche Gefährdungen auf, auch Situationen, wo zum Beispiel nicht gefährdete, also zumindest nicht digital gefährdete Personen dann halt Facebook benutzen und da überhaupt nicht wissen, dass sie sozusagen andere Leute damit gefährden, dass sie da Informationen veröffentlichen. Und das Krasse ist, dass diese Frauenhäuser es unglaublich schwer haben, Fortbildung zu finden, an Fortbildung ranzukommen. Also hier, ich würde schon wieder sagen, Marktlücke. Leider haben die auch das Problem mit dem Geld. Die sind nämlich in der Regel an irgendwelche Honorarverordnungen gebunden von ihren Gönnern. Meistens sind es irgendwie die Länder oder wer eben da die finanziert. Und diese Honorarverordnungen sind für IT-Themen also unter jeder Würde, was bedeutet, dass sie halt auch darauf angewiesen sind, entweder Leute zu finden, die so nett sind, dann in möglichst preiswert eine Fortbildung anzubieten, oder sie müssen dann doch wieder die Ehrenamtler suchen, die das dann halt irgendwie in ihrer Freizeit machen oder so. Und die stehen wirklich vor einem Riesenproblem, da sowohl eine hohe Sicherheit aufzubringen, obwohl sie eben kein Admin-Team haben, dass sie mal eben dazu rangreifen können. So, was haben wir noch? Oh, hier ist ganz viel dazugekommen. So, die Frauenhäuser. Kenne ich Apps, die den Flugmodus umgehen können? Oder etwas... Wäre ein Flugmodus ausreichend, um zum Beispiel nicht abgehört zu werden zu können? Das ist eine Frage, die ich mir auch tatsächlich häufiger stelle. In dem Moment, wo ich den Flugmodus angeschaltet habe, jetzt im realen Versuch, ist tatsächlich nichts passiert und es sind auch keine Befehle mehr am Gerät angekommen. Was aber durchaus möglich wäre, wäre ja, dass der Befehl in dem Moment, wo man den Flugmodus abschaltet, dann noch eingeht. Das ist jetzt bei meinen zwei Tests, die ich da gemacht habe, beide Male nicht passiert. Also der Befehl ist dann irgendwie verschwunden und ward nie wieder gesehen. Das ist aber durchaus ja denkbar, dass der Befehl dann einfach später zeitverzögert zugestellt wird und dann natürlich auch wieder umgesetzt wird, aber dann halt zu einer anderen Zeit. Insofern ist der Flugmodus dann eine gute Lösung, wenn man ihn nie wieder beseitigt, aber dafür ist er ja nicht da. Also ein Gerät, was permanent im Flugmodus ist, kann man ja auch in der Pfeife rauchen. Und insofern funktioniert das aber schon mal insofern, dass ich sagen kann, naja, jetzt dieses Gespräch darf auf keinen Fall mitgehört werden, dann gehe ich jetzt mal auf Flugmodus, ist wahrscheinlich hilfreich. Gegebenenfalls könnten solche Hardware wie YubiKey mit beispielsweise Fido-Passwort-Problematiken gegebenenfalls zum Teil lösen. Das ist richtig, ja. Den YubiKey empfehle ich tatsächlich sehr häufig, ist für stark betroffene, bedrohte Frauen auch tatsächlich immer eine sehr große Erleichterung. Auch hier haben wir das Problem, dass ganz oft ein völlig falsches Bild von Zwei-Faktor-Authentifizierung vermittelt wird. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt ja, ich habe zwei verschiedene Faktoren, etwas, das ich weiß und etwas, das ich habe. Und oft wird ja Zwei-Faktor-Authentifizierung zweimal an etwas, was ich habe, geknüpft, nämlich mein Smartphone. Und da ist natürlich der YubiKey eine super Sache, und für Leute, deren E-Mail angegriffen wird, empfehle ich das auch regelmäßig. Gleichzeitig sage ich dann aber dazu, Leute, ihr müsst die E-Mails auch verschlüsseln, weil das schützt eben in dem Fall nur das Postfach und nicht den Übertragungsweg. Und das scheitert dann halt schon wieder daran, wenn ich eine E-Mail verschlüsseln will, brauche ich einen Public Key meines Kommunikationspartners, und
Auch hier fragen mich die Frauenhäuser regelmäßig, ja gut, aber wir müssen mit Behörden kommunizieren, die haben sowas nicht. Und dann müssen wir denen einen hochsensiblen Antrag schicken. Das können wir doch, das müssen wir per E-Mail machen, weil wenn wir den Antrag da nicht hinschicken, dann bearbeiten die den nicht, dann leidet die Frau darunter. Also da kann man auch wieder nicht sagen, da bin Verschlüssel halt. Und das, also YubiKey ist tatsächlich eine schöne Sache, mache ich gerne, aber löst auch ganz viele Probleme da leider nicht. Ein anderes Tool, was ich sehr häufig empfehle und auch tatsächlich immer wieder genutzt wird, ist Tails. Wenn ich da dazu sage, dass das Edward Snowden geholfen und genutzt hat, dann gibt das immer sehr viel Vertrauen. Aber wir haben da halt auch sehr viele Komforteinschränkungen, beim YubiKey ja auch. Wie gut lassen sich Spy-Apps verstecken? Lassen sie sich auch im Menü komplett verbergen? Ja, also bei Apple-Geräten nein. Bei Apple kann man nicht eine Spy-App verstecken, aber da kann man ihr natürlich einen harmlosen Namen geben. Also die Spy-App, die ich jetzt hier gezeigt habe, die nennt sich an den Stellen, wo sie im System irgendwo auftaucht, nennt die sich Wi-Fi. Und auch bei, als Kaspersky die dann gefunden hat und angezeigt hat und gesagt hat, hier könnte was komisch sein, stand da Wi-Fi. Und eine unbedarfte Nutzperson würde jetzt vielleicht sagen, Wi-Fi, ich will ja jetzt nicht meinen WLAN deinstallieren. Ich weiß nicht so genau, das wird schon richtig sein, dass das da drauf ist. Also die verstecken sich entweder dadurch, dass sie sich halt harmlose Namen geben, aber auf Android lassen die sich so verstecken, dass man sie einfach nicht mehr wiederfindet. Sie sind weg, nicht mehr zu sehen. Und das ist schon echt scary. So. Eine Firewall im Whitelist-Modus betreiben. Ja, das ist natürlich auch spannend, gerade dieses, schöne Idee werde ich mir auch mal mitnehmen. Die Sache ist halt, die meisten Leute, die kaufen sich so ein Smartphone, da sind schon 20 Apps vorinstalliert, die wissen gar nicht, was sie genau davon benutzen. Wenn ich ihnen sage, deinstalliert doch mal den ganzen Shop, der da drauf ist, erstens lassen sie sich oft gar nicht deinstallieren und zweitens wissen die dann ja auch gar nicht, vielleicht braucht man das ja irgendwie, vielleicht geht ja irgendwas kaputt, wenn ich das deinstalliere und dann funktioniert irgendwas anderes nicht mehr. Und das ist immer das Problem in dem Moment, wo ich sozusagen sage, mach doch nur das drauf, also mach doch eine Whitelist in dem Sinne, mach doch nur das drauf, was du auch wirklich benutzt, dass die Leute da sehr, sehr verunsichert sind und ängstlich sind, irgendwas kaputt zu machen, finde ich aber eine schöne Idee, werde ich mal testen, ob das funktioniert. Frage, ist E-Mail-Verschlüsselung wirklich notwendig, wenn der Bedroher keinen Zugriff auf das Postfach hat? Naja, das hängt von den Fähigkeiten des Bedrohers ab. Und die Fähigkeiten des Bedrohers werden eigentlich in der Regel sehr hoch eingeschätzt. Ich vermute mal, meistens werden sie höher eingeschätzt, als sie real sind. Aber das hilft ja einer Betroffenen in dem Moment nicht, wenn ich ihr sage, na, so hoch sind die Fähigkeiten von dem Bedroher bestimmt nicht. Weil rein theoretisch ist eine unverschlüsselte E-Mail-Nummer einfach eine unverschlüsselte E-Mail. Und wenn ich an der richtigen Stelle sitze, und es gibt auch Situationen, wo eben der Bedroher jemand ist, der bei der Telefongesellschaft arbeitet, dann habe ich durchaus auch Möglichkeiten, unverschlüsselte E-Mails zu lesen. Nächste Frage. Wenn eine schon aktive Spy-App zeitgesteuerte Aktionen zulässt, könnte sie den Flugmodus teilweise deaktivieren? Aber keine Ahnung, ob es diese Funktion tatsächlich gibt. Ja, tatsächlich. Man kann den zumindest WLAN an- und ausschalten. Wie ein Befehl. Also die theoretisch ist es auch denkbar, dass man sozusagen einen Befehl einbaut, der dem Gerät immer dann, wenn es in Flugmodus geht, sagt, hier, mach den Flugmodus wieder aus. Wenn der Flugmodus an ist und ich nicht den Befehl schon ins Gerät geschickt habe, der Befehl nicht schon im Gerät ist, dann kann ich ja, solange der Flugmodus an ist, da erstmal nicht durchkommen. Aber theoretisch ist es natürlich denkbar, dass der Befehl sozusagen schon auf dem Gerät drauf sitzt. So. Bezüglich YubiKey, alternativ
Und Open Source wäre auch noch der Nitro Key. Okay, danke. Notiere ich mir auch mal. Und ob wir gegebenenfalls einen Distributionswechsel empfehlen. Das mache ich von der Klientin abhängig. Mache ich tatsächlich. Also ich habe schon mehrere Male auch ein Linux Mint installiert auf Geräten auf Wunsch der Klientin. In der Regel bin ich da erstmal vorsichtig. Also ich gebe denen erstmal das Tails und gucke, wie sie mit dem Tails klarkommen. Auch weil das auch besser hilft, irgendwie das Vertrauen in das Gerät überhaupt wieder aufzubauen. Und wenn die feststellen, sie kommen mit dem Tails gut klar, dann schlage ich ihnen durchaus vor, Mensch, also so ein Linux ist auch jetzt nicht wirklich was anderes. Also genau genommen ist Tails in Linux. Und wenn sie damit klargekommen sind, dann kommen sie auch mit einem fest installierten Linux klar. Meistens bin ich aber dann doch eher damit beschäftigt, zu versuchen, in Windows sicher zu machen, was ja, wie wir alle wissen, nicht mehr sicher machbar ist. Und habe halt mit diesen Problemen zu tun. Ja, damit sind wir am Ende der Fragen angelangt. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Wir können ja auch gerne noch mal kurz einen Moment warten, ob noch weitere Fragen eingehen. Ich freue mich, dass so viele hier dabei waren und so aufmerksam auch den Talk verfolgt haben. Mir ist das ein total wichtiges Anliegen, dass hier mehr Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird, weil wir stehen einfach da und wissen nicht, was wir den Leuten raten sollen. Und alle wollen immer möglichst einfache Antworten von mir hören. Und klar, das kann man auch nur ein Stück weit mitmachen. Also wie gesagt, ich sage dann immer, wir machen hier Pionierarbeit und wir sind hier alle zusammen die Pionierinnen und die richtigen einfachen Antworten gibt es noch nicht, die müssen wir überhaupt erstmal finden. Aber es braucht ja überhaupt erstmal auch den Ansatz dafür und selbst der ist an ganz vielen Stellen noch nicht gegeben. Ja, dann bedanke ich mich. Ah, hier ist noch eine Frage. Du hast Sicherheitskonzepte für Privatpersonen angesprochen, dass es da eine Lücke gibt. Ich kenne das als Betrachtung von Risiken etc. und Maßnahmen dazu. Ist es wirklich das, was ihr braucht, Betrachtung der individuellen Situation und Maßnahmen oder eher Informationen, was geht und was nicht als Sicherheitsmaßnahmen für Privatpersonen? Ha, tolle Frage. Schön, dass ich die noch aufgegriffen habe. Die trifft den Nagel eigentlich direkt auf den Kopf. Das Problem ist hier, dass das Letztere, Informationen, das ist das, was wir eigentlich brauchen, was eigentlich ganz viel helfen würde. Und deswegen versuchen wir auch ganz viel Prävention und Aufklärungsarbeit zu machen. Das Problem ist aber, die Leute hören überhaupt erst zu, wenn sie betroffen sind. Vorher, also wir bieten auch präventive Beratung an. Das wird auch ganz ab und zu mal genutzt. In der Regel kommen die Leute aber nicht präventiv, sondern die kommen dann, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Und vorher, das haben wir uns ja als Gesamtgesellschaft antrainiert, diese Haltung leider, dass wir damit halt völlig unbedarft umgehen und das einfach alles benutzen und mitmachen und überall klicken, wo es geht. Und dieses, muss ich mich eigentlich über das, was ich da benutze, erstmal informieren, muss ich mal rausfinden, was das ist, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn wir versuchen, an unsere Klientel ranzugehen mit Aufklärungsvorträgen, da kommt kaum jemand. Wenn ich da sage, hey, was gibt es für Alternativen zu Facebook und wäre es nicht super, sich da vielleicht mal was anderes auszudenken, da ist die Nachfrage nicht sehr hoch. Die Nachfrage ist hoch, was mache ich, wenn mein Handy angegriffen wurde? Da kommen die Leute. Das heißt, die kommen mit dem Anliegen, ich habe hier meine individuelle Situation und ich brauche Maßnahmen. Und mir muss jetzt jemand sagen, was ich tun soll. Das ist das Anliegen, mit dem die kommen und mit dem wir sie dann auch abholen müssen. Ich schiebe denen natürlich immer ganz viel Informationen heimlich mit unter. Aber das ist eben das, was ich sozusagen mitverkaufen muss. Und letztlich ist es so, dass die Situationen so individuell verschieden sind, dass man natürlich angucken muss, was ist die individuelle Situation und wie kommt man da raus, weil es eben auch auf ganz viele Probleme gar keine Antwort gibt. Aber danke für die Frage. Das ist sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir
ebenfalls herausfinden müssen, wie kriegen wir diese Informationen unters Volk? Wie hören wir eben auf, elitär zu sagen, ja, haha, wenn man es nicht kann, dann sollte man es lassen. Und wie kriegen wir die Leute informiert? Weil ganz viele der Probleme ließen sich tatsächlich präventiv viel, viel besser vermeiden, als wenn sie denn dann passiert sind. Aber dadurch, dass halt wir da trainiert haben, wir haben nie gelernt, in einem Computerkurs lernt man nicht, benutze lieber offene Formate und nicht dieses blöde DocX, sondern ich lerne, so machst du ein Textfett und so schreibst du Überschriften. So, und dieser Unterschied, dass wir eben die digitale Mündigkeit, die ich unten ja auch noch in meinen Folien eingeblendet habe, dass wir die nie mitvermitteln in Kursen, sondern es immer nur um das, da musst du klicken, damit das passiert geht. Dadurch sind die Leute auch gar nicht darauf gepolt, dass Informationen irgendwie was Wichtiges sein könnte. Und das ist ein Riesenproblem. So, oh, hier geht's wieder weiter. Bietest du für die Frauenhäuser auch einen Online-Vortrag an? Ich habe einen Online-Vortrag jetzt schon mal gemacht, aber der war nicht für Frauenhäuser, aber das ist theoretisch möglich, auf jeden Fall. Und, ach ja, Lars erinnert mich, Stichwort Bildung, Arbeit an Schulen. Wir haben für Digital Courage gerade das Bildungspaket zusammengeschnürt, wo wir ganz viele Vorschläge machen, wie man digitale Themen denn in der Bildung vielleicht ein bisschen besser rüberbringen könnte. Da sind freie Software, da ist IT-Sicherheit und da sind lauter solcher Sachen natürlich auch Thema Datenschutz. Danke für die Erinnerung, das ist tatsächlich ein guter Hinweis, das nochmal hinzuweisen. Durch Öffentlichkeitsarbeit sensibilisieren, was wir mit dem Chaos-Treff Osnabrück auch machen, hilft, die Leute etwas aufzurütteln und zum Umdenken zu bewegen. Ja, wir machen auch tatsächlich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Das Anti-Stalking-Projekt macht jetzt zum Beispiel, hat jetzt einen Blog. Da versuchen wir so ein paar Themen immer mal wieder aufzugreifen. Auf der Seite anti-stalking-projekt.de könnt ihr euch auch mal umgucken. Da gibt es auch unter Cyberstalking, ja, Cyber übrigens. Ich habe natürlich dauernd Cyber überall. Unter Cyberstalking findet ihr auch unsere politischen Forderungen. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und unter Blog gibt es eben da auch einen Blog, das ist jetzt ganz recht frisch an den Start gegangen. Das versuchen wir, aber die Schwierigkeit ist, wie gesagt, mit allgemeinen Informationen ist es sehr, sehr schwer, die Menschen überhaupt zu erreichen. Die kommen dann, wenn sie betroffen sind und dann werden sie aufmerksam, dann sind sie höchst sensibilisiert, manchmal zu sensibilisiert, aber vorher ist es echt schwer, an die Leute ranzukommen. Lars hat nochmal den Link zum Bildungspaket in den Chat gepackt und die nächste Frage lautet, braucht ihr für die Situationen, wenn etwas passiert ist, auch IT-forensische Untersuchungen, um festzustellen, ob ein Gerät kompromittiert wurde? Also wird das angefragt, wie ist das mit der Gerichtsverwertbarkeit? Ja, das wird dauernd angefragt und ich weiß immer nicht, was ich antworten soll, weil wir haben sowas bei uns nicht, wir können sowas bei uns nicht, wir haben dafür auch die Technik gar nicht da und die Zeit schon mal gar nicht. Die Expertise auch nicht und wir suchen händeringend nach Leuten, die sowas sozusagen für Privatpersonen anbieten, die sowas machen, vielleicht sogar ehrenamtlich, das wäre fantastisch. Wir haben uns da auch schon mal Dinge überlegt, was man tun könnte, damit, weil so Leute, die da betroffen sind, die haben ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis und vielleicht das ist eben ein großer Teil der Arbeit, auch mit diesen Geschichten überhaupt erstmal die anzuhören, sich da, die mitzunehmen, die Leute da auch drin ernst zu nehmen. Und da sind wir auch am Überlegen, wie man das so machen könnte, dass vielleicht Ehrenamtliche nur die Geräte checken und nicht auch nochmal die ganze Geschichte sich anhören, weil das eben auch dann wirklich teilweise ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Was aber auch total wichtig ist, dass die Leute ihre Geschichte auch erzählen können. Also falls da Leute sagen, hey, ich kann sowas, ich mache sowas, ich biete sowas an, auch hier für dient meine Mailadresse. Und die Gerichtsverwertbarkeit, die ist ultra schwierig. Da kann mir niemand beantworten, wie denn eigentlich das aussehen muss, damit das gerichtsverwertbar ist. Auch so beim Anlegen von Screenshots oder so haben wir das Problem ganz häufig. Wie soll denn so ein Screenshot aussehen, damit dann der gerichtsverwertbar ist. Da sind wir wieder an diesem Punkt, dass die Justiz sich da, glaube ich, selber noch nicht so ganz im Grünen ist mit und das selber noch nicht genau weiß.
Und das sind, das liegt dann, danke KP, in der, im Ermessen der RichterInnen und Richter. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie gut die fortgebildet sind. Die, naja, entweder nehmen die alles Mögliche an oder gar nichts oder man weiß es nicht. Jedenfalls ist das nicht, überhaupt nicht, gibt es da keine Verlässlichkeit. Und das macht natürlich die IT-Forensik dann auch wieder sehr schwierig, weil da kann man ja auch selber durch das Anfassen von Dateien und das Ändern von Zeitstempeln und so weiter ja die Beweise letztlich auch wieder korrumpieren. Und das ist eine ganz traurige Geschichte, weil letztlich sagt die Polizei ganz oft, ohne Anfangsverdacht nehmen wir das Gerät nicht an. Und aber einen Anfangsverdacht kann man ihnen eigentlich nie auf eine Art nachweisen, dass sie sagen, oh ja, stimmt, hier gibt es jetzt einen Anfangsverdacht. Also das kommt mir mal so ein bisschen vor, als würde die Polizei, würde ich einen Einbruch melden wollen. Die Polizei sagt, suchen Sie erstmal selber nach Fingerabdrücken. Und dann gehe ich her mit meinem Mickey-Maus-Heft und verstreue überall dieses schwarze Pulver, was da drin war. Und habe dann irgendeinen Fingerabdruck gefunden. Und wenn dann die Polizei tatsächlich kommt, dann sagt die ja, sorry, also wie sollen wir denn hier noch Spuren sammeln? Hier ist ja alles schon verschmiert. Und das ist eben so ein bisschen dieses Ding, die Klientinnen werden selber auf Spurensuche geschickt. Ich soll dann mit denen vielleicht irgendwie Beweise sichern und weiß selber nicht, ob ich damit nicht mehr kaputt mache, als ich sinnvoll Gutes tue. Agnus sagt auch sehr korrekt, Screenshots sind nicht manipulationssicher und deswegen nicht wirklich verwertbar. Aber eine andere Möglichkeit gibt es einfach nicht. Es gibt keine, was sollen die sonst machen? Die screenshotten und man hofft erstmal so lange, dass die Screenshots glaubwürdig sind, weil es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und das ist auch ein Riesenproblem. Der Weiße Ring hat da durch seine App versucht er da ein bisschen höhere Verwertbarkeit zu schaffen. Das ist also eine Dokumentations-App, mit der die Daten direkt auf einen externen Server und dann verschlüsselt transportiert werden. Das heißt, ab dem Moment, wo ich einen Screenshot hochgeladen habe, kann ich ihn zumindest nicht mehr manipulieren. Aber ich kann ihn natürlich vorher manipuliert haben. Ja, KP sagt nochmal, es kann quasi alles mit in die Akte mit aufgenommen werden und je professioneller und detaillierter ein Bericht geschrieben wurde, desto besser. Allerdings muss auf die Formulierung geachtet werden, damit der verwertbar ist. Ja, Dokumentation ist auch ein Thema, was wir sehr propagieren und immer sehr deutlich machen, auch dass es wie wichtig das ist, da keine, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, Schuhkarton-Zettelwirtschaft abzuliefern, sondern eine saubere Tabelle zu haben, wo man das gut möglichst übersichtlich drin auflistet und darstellt. Und das versuchen wir auch immer sehr stark zu machen. Aber das hilft eben im digitalen Bereich auch nur so weit. Und auch da wäre zum Beispiel die Frage, wie kann ich denn solche Übergriffe überhaupt dokumentieren? Wenn ich noch nicht mehr weiß, ob und wie und in welcher Form sie da gerade stattfinden. Das ist ein Problem. Und wie gesagt, die Polizei, also es ist tatsächlich so, dass wenn es zum Beispiel darum geht, dass Fotos im Internet geteilt werden, dann sagen Anwältinnen, fragen erstmal, ja, wer hat denn das Urheberrecht an diesem Foto? Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage. Urheberrechtsverletzungen lassen sich nämlich viel, viel, viel einfacher verfolgen als Verletzungen gegen das Persönlichkeitsrecht. Obwohl das erste meines Erachtens ein Grundrecht ist und das zweite nicht. Also das Urheberrecht ist kein Grundrecht meines Erachtens. Es lässt sich aber viel, viel einfacher verfolgen, weil da schon ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt wurde, wie man das unterbinden kann und wie man dafür sorgen kann, dass da bloß keiner irgendein kleines Urheberrechtchen verletzt. Okay. Aber wenn das eben zum Beispiel kein Selfie war, was ich geschossen habe, sondern wenn jemand mich aus der Ferne fotografiert hat, als ich gerade auf dem Balkon gestanden habe, dann habe ich ja das Urheberrecht nicht dran und dann habe ich schon wieder Probleme. Ein Protokoll mit Zeitstempeln ist zum Beispiel gerne gesehen, sagt für KP noch an. Wichtig ist dabei auch die Zeitzone und dass die Uhrzeit vom Gerät mit der echten Uhrzeit abweichen kann und am besten miterfasst werden sollte. Ja,
Ich versuche auch immer dazu zu sagen, dass Kontext ganz wichtig ist. Dann habe ich so Geräte mit Screenshots drauf, wo irgendwie dann 1979 steht. Und es ist doch relativ klar, dass der Screenshot nicht in diesem Jahr aufgenommen wurde. Ich empfehle dann im Zweifel noch mit dem nächsten Foto irgendwie eine Zeitung zu fotografieren oder so. Das ist sehr, sehr schwierig, das mit den Zeitstempeln dann auch hinzukriegen, aber das ist auch Teil der Beratung, eben zu gucken, wie legt man so einen Screenshot überhaupt an, ist die Systemzeit richtig gesetzt? Und ich habe auch schon ganz viele Screenshots gehabt, wo ich nur einen kleinen Ausschnitt gesehen habe. Also da sieht jemand eine Datei auf dem Computer, die komisch ist, und dann kriege ich aber wirklich nur diese Datei gescreenshottet und nicht den Dateibaum. Und dann komme ich zufällig in den Dateibaum rein und stelle fest, ach, das ist der Cache-Ordner vom Firefox. Na gut, okay, ja, da kommen ab und zu neue Dateien rein. Ja, das kann sein. Aber ohne den Kontext zu sehen, kann ich da natürlich auch nicht viel drüber sagen. Und ja, aber das sind alles sehr wichtige Hinweise. Aber man muss eben auch aufpassen, dass man die Leute dann nicht überfordert. Recht am eigenen Bild. Ja, genau. Noctura sagt nochmal, das ist doch das Recht am eigenen Bild, dass niemand, also jemand darf mich zwar fotografieren, aber der darf die Bilder nicht veröffentlichen. Ja, aber wenn mich jemand fotografiert und ich den Verdacht habe, dass er diese Bilder auch ins Internet stellt und ich aber nicht weiß, wo und was und wann und mich vielleicht Leute wissend angucken und sagen, haha, ich habe dein Bild auf Facebook gesehen und ich aber das nicht sehen kann, weil der Passwort geschützt ist, weil ich keinen Facebook-Account habe, weil ich zwar schon danach suche, aber es halt einfach nicht gefunden habe, dann habe ich keinen Beweis und dann habe ich auch keine Chance. Das ist bei Urheberrechtsverletzungen tatsächlich einfacher verfolgbar. Und dass Anwältinnen und Anwälte da immer sagen, wenn man die Möglichkeit hat, auf Urheberrecht zu gehen, sollte man auf jeden Fall auf Urheberrecht gehen, das spricht einfach Bände. Und natürlich, ich finde auch, das Recht am eigenen Bild sollte stärker geschützt sein, als das Urheberrecht ist, aber nicht faktisch nicht der Fall. So, jetzt sind wir wieder am Ende der Fragen angekommen und dann nutze ich doch jetzt mal die Gelegenheit, können wir doch auch jetzt tatsächlich zum Ende kommen. Ich danke nochmal für die rege Beteiligung und das rege Interesse. Ich hoffe, dass ich hiermit ein bisschen was losgetreten habe und wie gesagt, ich freue mich auch sehr über Austausch und das ist jetzt meine private E-Mail-Adresse. Ich habe auch noch eine Digitalcourage-Adresse und eine Anti-Stalking-Projekt-Adresse, aber da ja im Moment so ein bisschen so Urlaubszeit ist, habe ich gedacht, ich packe hier mal die private drauf und stehe hier auch gerne noch für Kontaktaufnahme zur Verfügung. Und danke allen für die Aufmerksamkeit und ja, kann hier beenden.